Tag Leute, der neue Patch ist draußen und jetzt gibt's ja neue Masteries, die neuen Items und so weiter. Ich werde mich erstmal an meine Masteries begeben, da ja alles hier zurückgesetzt wurde und so weiter. Ja. Ich würde mal sagen, ich fange mit Support an. Ich werde jetzt mal versuchen, für jede eine zu machen. Ja. Also Manarek sollte schon dazu gehören. Erhöhtes Lauftempo, wenn man nicht kämpft. Das ist jetzt so nebensächlich. Ich mache auf jeden Fall hier bei Erschöpfen eins rein. Dass Magieresistenz und Rüstung des Ziels halt um 10 verringert wird. Ist ziemlich nice. Ja, Lauftempo könnte man eigentlich schon ein bisschen machen. Okay, warte, ich mache dann erstmal eins in Flash rein. Natürlich mehr Mana. Okay. Aktiv. Oh, das ist gut. Das ist für Shorelias. Dann ist das die Ablegzeit. Also du kannst es öfters einsetzen. Das ist ziemlich nice. Oh. Das ist sehr nice. Buff brauchen wir nicht. Gold natürlich voll. Zauber-MP brauchen wir auch nicht. Diesen Keks, den haben wir nachher im Inventar, der ist auf jeden Fall richtig gut. Das ist natürlich auch gut. Ey, hier, die haben hier so richtig gute Sachen auf jeden Fall reingemacht. Erhöht die Erfahrung, das muss. Startgold muss. Erhöht Lauftempo muss. Das können wir eigentlich auch machen, Taschendieb, das ist sehr nice. Ich hoffe, ihr habt euch das jetzt mit durchgelesen. Wir machen einfach schnell Pause. Oh, Alter. Okay, das ist jetzt nicht wirklich so über. Aber nachher, wenn man es auf 3 macht. Nee, das ist schlecht. So gut ist das jetzt nicht. Ablenkzeit der Beschwörerzauber, das sollte man schon machen. Wie viele Punkte habe ich schon noch? 5. Mache ich mal 3 noch da rein. Kann man hier höchstens noch. Ah, das ist gar keine Rüstung mehr. Leben pro Stufe könnte man noch eventuell machen. Schneller Backport oder Lauftempo. Was mache ich denn jetzt noch? Ne, ich mache jetzt. Ja, komm, machen wir hier noch 2 in Lauftempo rein. Da wir dann schneller Wards platzieren können und so weiter. So, da habe ich erstmal Support fertig. Dann mache ich jetzt den AD Carry. Oder versuche ihn halt jetzt zu machen. Ich werde bestimmt noch ein paar Sachen verändern. Ja, Blitz, dass ich den wieder schneller einsetzen kann, das ist klar. Angriffstempo voll. Angriffsschaden pro Stufe, gerne. Rüstungsdurchdringung, gerne. Er erhöht den Schaden an Türmen um 5%, das mache ich auf jeden Fall. Das gucken wir gleich noch, ob wir Punkte haben. Erhöht Schaden, klar. Oh. Haben wir mehr Crit. Und 10 für Nahkampf-Champions, das ist nice. Aber das ist dann nicht für AD Carry gut, aber egal, 5% Crit ist okay. Angriffsschaden mehr. Oh, wenn wir einen kritischen Treffer machen, kriegen wir 2 Sekunden lang 10 Angriffstempo. Das ist schon verdammt geil. Rüstungsdurchdringung gerne. Und dann halt noch das. Okay, jetzt haben wir eins zu viel. Die kriegen wir auf jeden Fall Leben. Okay. Das werde ich auf jeden Fall hoch machen. Die Magieresistenz Rüstung. Jetzt muss ich hier eins wegmachen. Ja, das könnt ihr auch jetzt entscheiden, ob ihr halt die nicht so viel Schaden an den Türmen machen wollt oder. Hä? Komme ich noch nicht hier runter? Ich komme hier gar nicht runter. Benötigt 8 in Abwehr, das heißt, ich brauche hier 20 und das kann man nicht machen. Ach, ich könnte höchstens. Nee, kann ich gar nicht. Okay, dann können wir das schon mal vergessen. Wir kriegen nicht mehr Leben, weil wir brauchen das hier auf jeden Fall. Weil wir kriegen machen dann mehr Schaden, wenn die unter 50% sind. Das ist verdammt wichtig. Ja, das wäre eigentlich auch nice, diese Lebensregeneration. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Machen jetzt einfach Rüstung. Machen wieder das in den Turm rein. Jetzt kann man leider nicht mehr so viel Leben als AD Carry mitnehmen. Das war ja auch früher 70, ne? Jetzt nur noch 30. Ich denke mal. Ach, okay, jetzt weiß ich, woran es gelegen hat. Jetzt weiß ich, woran es gelegen hat. Jetzt könnte ich es machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt so cool ist.
6 pro Stufe und noch 30 am Anfang. Ich denke mal, ich lasse das so. Wir haben zwar nicht jetzt auf Flash. Kann sein, dass ich das noch ändere, Leute. Ich guck mal erstmal, wie ich damit klarkomme. So, dann speichern wir das. Dann gehen wir mal zu Midlane. Oh, Verbindung verloren, ja. Dann nehmen wir auf jeden Fall mit, dass wir, wenn wir Entzünden draus machen, das haben. Also mehr, ihr wisst schon, mehr AP und AD. Dann natürlich Ablenkzeit von Fähigkeit, Stärke, Magie Durchdringung. Schaden an Turrets könnte man auch machen, oder müssen wir machen? Nee. Dann machen wir diesen Vasallenschaden, weil es mit AP ein bisschen schwerer ist zu farmen. Das ist, Leute, das finde ich wirklich nice. Man, desto mehr AP, desto mehr Attack Damage haben wir. Sowas wie mit Orianas Passiv, das finde ich richtig nice gemacht. So, perfekt. Jetzt ist da schon mal fertig. Und dann machen wir jetzt hier noch, am besten Flash, Mana Rack. Aber wir können auch Mitte, mit, können wir noch hier Mana hinschreiben. Das brauchen wir nicht, aktive Gegenstände. Ablenkzeit aller Beschwörerzauber, das ist sehr nice. Wir haben jetzt noch 5 Punkte. Dann machen wir. So, machen wir das so. Ah, nein, für Mitte brauchen wir ja den Buff hier neu. Also mit. Im Moment machen wir es anders. Machen wir 2 da rein. Machen wir so 2-2. Eigentlich braucht man ja gar nicht so viel Mana. Jetzt übertreibe ich schon ein bisschen. So ist perfekt. Für AP-Mana. Mit Mana. Also AP. Kann man auch eigentlich AP hinschreiben, aber lasse ich jetzt mal. Dann mache ich jetzt mal mit Tank so. Also ohne Mana. Mit. No Mana. Dann machen wir eigentlich hier das genau das gleiche. So, haben wir jetzt. Zack. Und dann können wir jetzt halt hier Lebensreck brauchen. Leben auf jeden Fall. Magic Resist würde ich auf jeden Fall in der Mitte mitnehmen. Flash natürlich hier. Ah, nein. Doch. Jetzt haben wir hier Heilung, Leute. Und Dings. Lebensreck brauchen wir nicht. Ja, dann lassen wir das so. Haben wir Magic Resist. Bisschen Leben. Und dann halt noch einmal Flash. In einen Punkt können wir noch irgendwo reinhauen. Hier könnten wir eigentlich Rüstung noch ein bisschen machen oder Lebensreck. Schau dir mal in Rüstung lieber rein. Falls man so AD-Mitte hat oder so. So, dann komme ich erstmal zum Top-Planer. Es gibt ja AD oder Dings-Top. Ich nehme jetzt erstmal AD. Sowas wie Darius, by the way, oder irgendwie sowas. Aufs Tempo. Es wird aber alles ungefähr gleich aussehen. Wieder 22 da drin. Ich nehme einfach für Top genau das hier. Genau das hier. Also, das kann ich jetzt eigentlich weglassen. Ich mache jetzt hier Jungler. Ich nehme AD Carry auch für Top Lane. So, dann machen wir jetzt halt einen Jungler. Aber erstmal, es gibt ja verschiedene Jungler. Ja, machen wir erstmal den normalen AD-Jungler, der auch ein bisschen Damage haut und so. Machen wir so. Das kriegen wir eigentlich für Smite immer noch was. Zerschmettern über 10 Gold, okay. Das werden wir nachher brauchen, auf jeden Fall. So, ich mache jetzt erstmal Jungler. Oh Mann, komm. No Mana. Das heißt mit Lebensreck und Leben. Dann könnte man das hier noch machen. Also das ist jetzt was perfekt für Lee Sin oder was anderes. Also Lee Sin ist schon damit eigentlich ganz gut. Nur das hier bräuchten wir nicht. Das können wir wegtun. Wofür brauchen wir sowas? Das nicht. Dann machen wir das noch in Leben rein. Perfekt. Perfekt. Mastery speichern. So, dann machen wir jetzt mal Jungler mit Mana. Zum Beispiel. Was können. Ja, man. Es kommt jetzt drauf an, ob
ist ein normaler, wie heißt's, Amumu Jungle, ist ja mit AP ein bisschen. Oder ob es jetzt, wir hatten Mana und es AD Jungler. Also sowas wie Xin Zhao. Ich werde jetzt auf jeden Fall sowas erstellen für Amumu. Mache ich jetzt noch hier so noch ein AP dran. Und dann müsste das gehen. Uplink-Zeit. Fähigkeit, Stärke. Magido streng und klar. Erhöhter Schaden natürlich. Fähigkeit, Stärke, das auf jeden Fall. Obwohl wir mit Amumu Mau kann nicht so viel haben werden. Aber das wird schon helfen. Gut helfen. So, mit Amumu braucht man auf jeden Fall Mana-Rack. Das kann man auch mitnehmen. Zauber. Was nehmen wir denn da? Machen wir erstmal da. Wie viele Punkte haben wir noch? Zwei. Machen wir es so wieder wie eben. Also ist jetzt. Ist das eigentlich gleich wie AP jetzt? Ja. Ne, nicht ganz. Oh, ich habe bei AP mit gar nicht das erhöhte Schaden geskillt. Das ist natürlich nicht so gut. Da müsste ich am besten die drei rausnehmen und die da reintun. Aber 2%, das mache ich für später. Ich gucke erstmal. So, dann haben wir hier AP Jungle fertig. Machen wir noch Jungle Mana AD. So, machen wir das. Zack, zack. Zack, das wird eigentlich alles wieder gleich aussehen. Obwohl das hier brauchen wir nicht als den Jungler, den wir spielen, das brauchen wir nicht. So. Mana Rack. Wird das Lauftempo ein bisschen. Ablenkzeit. So, dann haben wir das. Sieht fast gleich aus. Also von dem hier auf jeden Fall. Ich nehme lieber. Moment. So, und ich nehme lieber Flash mit, dass das weniger Dings hat. Was haben wir jetzt? Was fehlt uns dann noch? Ich nehme das ja auch noch. Warte. AD Carry. Oder. Top. Dann haben wir. Mit. Kein Mana ist auch noch. Ist auch noch. AP. Top ist genau das gleiche. Habe ich irgendwas vergessen? Falls ich was vergessen habe, dann tut's mir leid. Mitte haben wir. Also Support. Dann haben wir AD Carry und Top Lane. AD. Mit Mana. Okay, das ist okay. Jungle, kein Mana. Wie gesagt, Lee Sin und anderen Schrott. Dann Jungle, also sowas wie Diana Jungle, Amumu, Maokai, kann man sowas alles nehmen. Ach, ist doch klar, was fehlt. Der Tank. Und auch der Tank Jungler natürlich. Weil wir haben hier noch gar nichts richtig durchgeskillt. Das finde ich jetzt erstmal kacke. Ich mache erstmal den ganz normalen Tank. Oh, das ist nice. Erstmal mehr Leben. Maximales Leben. Schön, schön, schön. Sauber. Boah, was man aushält. Wartezeit nach dem Tod braucht man nicht, weil man als Tank nicht so oft stirbt. Okay. Das ist jetzt Nebensache. Du kriegst für jeden Champion, der in der Nähe ist, eine Rüstung und eine Magieresistenz. Das sind fünf Champions in der Nähe, hast fünf Rüstungen und fünf Magieresistenz. Verringert Effekte der Verlangsamung braucht man nicht. Irgendwie braucht man jetzt auch nicht so unbedingt. Okay, wenn wir jetzt ein Tank sind. Heilung. Was könnten wir dann noch? Ja, Malphite braucht ein bisschen Mana eigentlich, aber könnten hier einfach noch drei in Magieresistenz reinhauen. Wartezeit nach dem Tod braucht man nicht. Ja, ein Flash noch. Recall könnte man eins reinhauen.
Da rein könnte man noch eins reinhauen. Und halt hier noch ein Lauftempo. Ist jetzt ein bisschen gemischt, aber ich finde es so eigentlich ganz okay. Sowas ist auch für Shen gut. Für Shen ist sowas auch perfekt, finde ich jetzt. Und dann nehmen wir jetzt noch den Tank Jungle. So, Tank Jungle. Dann nehmen wir auf jeden Fall das mit, das brauchen wir unbedingt. Natürlich Leben, natürlich Rüstung. Natürlich das Leben. Okay, das ist richtig gut. Kann man besser, habe ich das auch hier gemacht? Ne. Da kann man besser Tower diven und das als Jungler nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, Lebensreck kann man machen. Das hier auch. Champion in der Nähe. So, hier müssen wir gleich noch irgendwo eins abziehen. Weil wir ja natürlich auch Mana brauchen. Deswegen. So, was ziehen wir denn hier am besten ab? Das ist gut. Türme, Tower Diven, das ist perfekt. Ich habe jetzt Magieresistenz nicht geskillt, aber das ist auch nicht egal. Das ist eigentlich relativ egal. Boah, das ist schwer, was ich jetzt hier weghauen soll. Das ist alles irgendwie so gut. Ja, ich könnte höchstens das weghauen. Aber es geht nicht weg. Na toll. Da muss ich eins von hier unten wegnehmen. 3,5. Naja. Egal, müssen wir es so machen. So, dann habe ich eigentlich alles gemacht. Wenn mir was fehlt, wie gesagt, tut mir leid. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play ganz neu. Es fängt bei Let's Play 1 an. Es heißt irgendwie Let's Play AD Carry, Let's Play mit. Also es wird alles aufgeteilt in Playlists. Auf jeden Fall, wir sehen uns im Let's Play. Haut rein. Ciao.